Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Ich präsentiere euch heute den neuen Audi A4, den B9. Zur Weltpremiere war ich ja in Ingolstadt im Studio, hatte einen Anzug an und ihr meintet alle, Mensch, dann, was bist du hölzern? Ja, jetzt haben wir ihn hier in freier Natur und durften ihn auch endlich mal fahren. Das Video von der Weltpremiere ist unten im Beschreibungstext verlinkt, falls sich das nochmal jemand angucken möchte, wie ich im Anzug aussehe. Und ebenfalls im Beschreibungstext für alle, die neu bei uns zusehen, sind die Kapitel unseres Reviews mit entsprechenden Sprungmarken auch aufgelegt. Listet. Ihr müsst also nicht hier die ganze Stunde oder 45 Minuten, je nachdem wie lang das Video jetzt gerade wird, durchgucken, sondern ihr könnt auch die entsprechenden Bereiche anspringen, die euch mehr interessieren oder irgendwo aufhören und dann da wieder anfangen. Gut, der Audi A4 hieß früher Audi 80 und in der Weltpremiere habe ich immer A80 gesagt. Ist mir sehr, sehr peinlich, weil ich ja mit dem Audi 80 quasi aufgewachsen bin. Also der B1 war ein Audi 80 und ist dann in der fünften Produktgeneration zum Audi A4 geworden. Und wir haben jetzt hier die fünfte Produktgeneration vom Audi A4 und das ist quasi dann der B9. Ganz kurz, hier das, ne? Hat neulich jemand meine Angeber Ray-Ban genannt. Also ich gebe die nicht, trage die nicht, um anzugeben. Und es tut mir leid, dass man sieht, dass sie von Ray-Ban ist. Ich brauche eine Sonnenbrille, weil ich lichtempfindliche Augen habe. Und hier ist es heute extrem grell. Ich habe es ohne probiert. Und dann gucke ich die ganze Zeit so und das ist kein Vergnügen. Also setze ich die Brach wieder auf. Um mich geht es aber gar nicht. Es geht um das Auto. Selbstdarsteller, neulich auch wieder gelesen. Der Audi A4 wird in Ingolstadt und Neckarsulm gebaut. Die Markteinführung, die dürfen wir im November 2015 erwarten. Und ein paar Zahlen gebe ich ja auch immer ganz gern vom KBA weiter. Im letzten Jahr 2014, obwohl schon das neue Release erwartet wurde, konnte Audi noch 48.000 Neuzulassungen vermelden vom Audi A4, Kombi und Limousine natürlich, aber nicht den A5 mit reingerechnet. Bei BMW, der 3er, ein Mitbewerber ganz klar, da waren es 56.000 Modelle und bei der Mercedes C-Klasse, die ja im letzten Jahr neu gekommen ist, waren es sogar 60.000 Modelle, wobei bei der C-Klasse das Coupé bei den KBA-Zahlen nicht extra ausgewiesen wird. Okay. Die geht ganz schön schwer auf die Haube bis zu diesem Punkt und dann schnappt sie einfach weg, wollte ich mal sagen. Das braucht man echt Kraft. Motorisierung zur Markteinführung. Da haben wir erstmal drei Benziner. Fängt an mit einem kleinen 1,4 Liter Benziner TFSI. So heißen die, ich muss nachgucken. Einmal, also der 1,4 Liter, der hat 150 PS, dann gibt es zwei 2 Liter TFSI Motoren und die haben einmal 190 und 252 PS. Vier Dieselmotorisierungen haben wir im Angebot, zweimal 2 Liter, einmal 150, einmal 190 PS und dann lecker, 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 ein V6 3 Liter, also 3 Liter V6 als TDI, einmal mit 218 und einmal mit 272 PS. Geschaltet wird teils manuell mit einer 6-Gang-Schaltung, teils Automatik mit einem 7-Gang-DSG-Getriebe und dann gibt es noch für den großen Benziner und die beiden großen Diesel die 8-Gang-Tiptronic. Der Audi A4 kommt immer mit Frontantrieb natürlich, optional mit Quattro mit Allradantrieb und ich will euch nicht vorenthalten, Ende 2016 soll es den Audi A4 auch als G-Tron geben. G wie Gustav, nicht E wie Emil, also kein Elektro- oder Hybridfahrzeug, sondern entsprechend ein gasgetriebener. Mit 170 PS. Den Avant zeigen wir euch im nächsten Monat. Da gibt es eine separate Fahrveranstaltung für. Den werden wir uns als Diesel geben lassen. Bei der Limousine haben wir uns für den Benziner entschieden. Und hier haben wir ihn, den Motor 2 Liter Hubraum. 252 PS, also der große Benziner ist das. Hat ein maximales Drehmoment von 370 Newtonmeter. Die liegen zwischen 1600 und 4500 Umdrehungen pro Minute an. Unser Fahrzeug hat die, also das 7-Gang DSG und auch Allradantrieb, sprich Quattro. Achtung! Fakten, Fakten, Fakten! Unser Audi A4 mit den 252 PS, der beschleunigt von 0 auf 100 in
5,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 250 km/h erreicht. Der neue Audi A4 verfügt über einen Tankinhalt von 54 Litern bei einem Neftsverbrauch laut Audi von 5,9 Litern Super. Auf 100 Kilometern könnte man theoretisch auf eine Reichweite von fast 910 Kilometern kommen. Der kombinierte CO2-Ausstoß liegt bei 136 Gramm pro Kilometer. Die Audi A4 Limousine ist 4,73 Meter lang bei einem Radstand von 2,82 Meter. Sie ist 1,43 Meter hoch und misst in der Breite 1,84 Meter. Der Wendekreis der Audi A4 Limousine beträgt 11,60 Meter. Das Leergewicht ist mit 1510 Kilogramm angegeben, das zulässige Gesamtgewicht mit 2080 Kilogramm. Der preiswerteste Audi A4 als Limousine ist für 30.650 Euro zu haben. Unser Testwagen hat einen Basispreis von 45.750 Euro, kostet aber, so wie er hier steht, ca. 69.000 Euro. Die Versicherungsklassen gebe ich euch auch noch: Haftpflicht 15, Vollkasko 23 und Teilkasko ebenfalls 23. Der neue Audi A4, der B9, ist vor allen Dingen erstmal leichter geworden. Im Idealfall bis zu 120 Kilo leichter als der direkte Vorgänger. Aber halt auch nur im Idealfall. Dazu ist er breiter geworden, ganze 16 cm. Ein bisschen kantiger ist er auch noch geworden. Die Sicken sind nochmal ein bisschen klarer rausgezogen worden. Er hat natürlich einen neuen Grill bekommen. Ich meine, das ist Audi, oder? Zwei Sachen müssen beim neuen Audi immer da sein. Ein anders gestalteter Grill und neu gestaltete Scheinwerfer. Zu denen komme ich gleich. Was sie auch noch geändert haben, zumindest hier für Deutschland, für den Modellwechsel: Wir hatten Ambition und Ambiente als Ausstattungslinie. Ambition heißt jetzt Sport, Ambiente heißt jetzt Design. Einfach. Diese Designlinie kann man aber auch noch erweitern quasi. Für Sport ist das dann die S-Line und für Design ist es Design Selection. Und beide Linien, erweiterte Linien, kann man dann noch veredeln mit dem S-Line-Exterior-Paket, wo der Wagen äußerlich dann halt noch ein bisschen sportlicher daherkommt. Und übrigens, wir haben hier Design Selection und das S-Line Exterieurpaket. Beim Audi B8 in der kleinsten Ausstattungsvariante hatte das Frontlicht noch Halogenbirnchen. Ne? Das haben sie jetzt geändert. Der B9 hatte in der kleinsten Ausstattung schon Xenon Plus. Optional gibt es LED-Scheinwerfer, 1200 Euro Aufpreis. Oder man lässt es richtig krachen, 1900 Euro, und dann bekommt man das Matrix-LED-Licht von Audi. Das heißt, man kann mit Dauerfernlicht fahren bei Nacht, weil entgegenkommender oder vorausfahrender Verkehr entsprechend ausgeblendet wird. Dazu gibt es in dem Fall dann auch noch diese dynamischen Blinker, die dann quasi von innen nach außen sich nochmal mit den LEDs bewegen. Also die LEDs bewegen sich natürlich nicht, was erzähle ich denn da? Aber ihr wisst, was ich meine. Kleiner Einschub am Rande. Nee, ist das wirklich der neue Audi? Das sieht man gar nicht. Das ist ja auch für alte, voll doof, blöd Audi. Könnt kein Design da in Ingolstadt. Hört man das öfteren mal in Foren, auch bei uns in den Kommentaren. Natürlich nicht ganz so dämlich, sondern sehr eloquent ausgedrückt. Ich meine, es geht im Prinzip darum, dass die Audis von Generation zu Generation jetzt nicht so deutlich anders aussehen. Und wenn man jetzt zum Beispiel sieht, neue C-Klasse, alte C-Klasse, neue C-Klasse, boah, ey, der hat sich aber verändert, ne? Und jetzt guckst du den an, B8, B9, puh, ist das wirklich der neue oder nur ein Buddy-Kit oder so? Audi hat halt eine andere Philosophie. Deren Designphilosophie setzt darauf, dass sie sagen, du kaufst dir heute ein Audi A4. Und dein Nachbar kauft sich übermorgen ein. Und wenn dazwischen Produktwechsel war, dann wollen wir, Audi, verhindern, dass du dich ganz, ganz schlecht fühlst, weil du so ein altes Auto fährst. Darum machen die halt immer so eine ganz leichte, ne, Evolution mit, die Autos. Ganz leicht, ganz sachte. Und ich finde das auch gar nicht so schlimm. Davon mal abgesehen, finde ich schon durchaus, dass der neue ein bisschen anders aussieht. Hier, ich meine, der alte hat hier nicht so eine Sicke, an dem du dir die Hand aufschlitzen kannst. Ne? Das war noch nicht hier so. Dazu ist das Baby auch länger geworden. 25 mm, hat mehr Radstand. 12 mm sind hinzugekommen. Zudem haben sie die Spiegel
aus dem Dreieck hier runtergesetzt auf die Tür und das nicht ohne Grund, denn Audi hat richtig schön optimiert am Design bzw. am ganzen Fahrzeug, dass der CW-Wert besser wird. CW-Wert, Luftwiderstand, je weniger Luftwiderstand, umso weniger wird verbraucht. Das ist ja verdammt clever. Mercedes hat ja den Titel mit dem CLA geholt, ein CW-Wert von 0,22. Das gilt aber nicht für alle CLA, sondern nur für den CLA 180 Blue Efficiency. So sieht es nämlich aus. Und genauso ist es hier. Audi sagt, Rock'n'Roll, neuer A4, Klassenprimus, Klassenbester, was den CW-Wert angeht, 0,23. Da lese ich die technischen Daten von diesem Baby hier durch und lese 0,27 und sage, hä? Was denn nun, ne? Hier, zu sehr VW oder was? Kleiner Scherz, nein. Habe ich extra nochmal nachgefragt. Und bei Audi ist es ähnlich. Nur der Audi A4 Ultra. Der ist ein bisschen tiefer. Der hat vorne an der Front noch ein bisschen was anderes. Der hat den CW-Wert von 0,23. Aber ob nun 0,23 oder 0,27. Es ist auf jeden Fall sehr löblich, dass das Auto windschnittiger geworden ist. Denn weniger Luftwiderstand heißt auch automatisch weniger Windgeräusche. Und das finde ich halt gut. Ja, diese Farbe, diese wunderschöne Farbe kennt ihr vielleicht, wenn ihr unseren Audi R8 Review schon mal angesehen habt. Falls ihr den noch nicht angesehen habt, macht das auf jeden Fall. Da hatte ich mal richtig gute Laune und war nicht so dröge und träge wie sonst immer. Das ist genau das gleiche Blau, ARA-Blau-Kristalleffekt. Das ist nicht eine normale Farbe, dafür zahlt ihr richtig Patte, wenn ihr die haben wollt. Ihr könnt auswählen zwischen 15 normalen Farben. Gut, in der Serie, in der kleinsten Ausstattung, steht unser Wagen auf 17 Zöllern. Zu unserer Ausstattung würden eigentlich 18 Zöller gehören. Wir haben aber hier die 19 Zöller, die optionalen 1.300 Euro Aufpreis. Dafür mit einem kleinen RS-Logo. Hä? 1.300 Euro, das ist schon wert, ne? Bevor ich zum Heck komme, mal eine kleine Frage hier an die aktiven Zuschauer. Also nicht nur die, die gucken, sondern die, die auch kommentieren. Mich würde mal interessieren, wer von euch fährt eine Limousine? Und wenn ja, was für eine und warum? Würde mich wirklich mal interessieren, weil wir in Deutschland sind ja das Kombiland. Man sieht wirklich wenig Limousinen draußen auf der Straße. Mich würde mal interessieren, gibt es unter den Zuschauern Limousinenfahrer? Und wenn ja, was fahrt ihr und warum? Bitte unten in die Kommentare, würde mich freuen. Dann kleiner Gruß an Volvo. Ja, ihr erinnert euch vielleicht unser Review zum Volvo S60 oder auch S60 Cross Country mit dieser aufgeklebten Spoilerlippe. So macht man es richtig. Man kann das auch ins Blech reinformen. Und ich finde, diese Abrisskante steht dem Audi ausgesprochen gut. Ja, dann haben wir komplett neue Rückleuchten. Hast du vorne LED, hast du hinten LED. Hier sind es sogar 48 kleine Lämpchen, die hier Spaß und Licht verbreiten wollen. Und die beiden Heckleuchten wären im Prinzip verbunden durch diese Abrisskante oder diese Kante, die, wenn man im Dunkeln fährt, auch noch so ein bisschen angeleuchtet werden von den beiden Rückleuchten. Gut, unten haben wir dann hier bei unserem Benziner, und ich sage mit bewusst Benziner, haben wir die beiden Rohre schön außen stehen, eins links, eins rechts, so muss das sein, so finde ich das zumindest unheimlich schön. Der große Diesel, der V6 Diesel, hat zwei an der linken Seite und bei den anderen weiß ich es nicht, weil habe ich nicht gesehen. Also die Form der Auspuffanlage ist auf jeden Fall abhängig von der Motorisierung und auch diese Wabenoptikkante hier, was auch immer sein soll, hat nicht jeder Audi A4, jeder neue, sondern auch das ist, glaube ich, vermutlich dann vom S-Line-Paket. Ihr Audi-Spezies da draußen wisst es bestimmt besser als ich. Neu sind übrigens auch die Türgriffe, die jetzt so nach oben aufgehen. Und ja, gab es schon bei anderen Herstellern, für Audi ist das jetzt neu und ich finde es ergonomisch auch ganz nett. Die Türen öffnen im Winkel von, was ist das, 75 Grad, vielleicht 80, und haben ein relativ großes Einstiegsfenster für mich hier geöffnet. Ja, wir haben jetzt auch hier eine S-Line-Fußleiste, warum auch immer, ich verstehe es nicht ganz. Und es geht schon ganz schön tief runter. Um die Tür zu schließen, muss ich den Arm ein bisschen strecken.
Ich hatte es vorhin bei den Fakten schon erwähnt. Ich schätze den Wert oder den Listenpreis von diesem Fahrzeug, von diesem Testwagen auf gut 69.000 Euro. Das heißt im Prinzip mehr oder weniger volle Hütte. Es gibt noch ein paar Optionen, die können oben drauf, aber der ist schon ziemlich voll ausgestattet. Unter anderem haben wir Nappa-Leder hier und ja die Design Selection Linie dazu irgendwie. Also das ist schon hier das, was am Ende der Speerspitze ist. Und somit bin ich jetzt auch nicht groß verwundert, dass die Materialien, die ich hier vorfinde, oben ein ganzer Dashboard ist mit Softtouch bezogen. Dann haben wir hier Holzapplikationen. Das fühlt sich wirklich fast an wie Echtholz. Hier unten nochmal Softtouch. Ja, das. Hier haben wir doch mal nochmal hartes Plastik. Und dann hier das Holz wird aufgegriffen, auch nochmal in den Türen. Hier unten sowas wie Alcantara oder Rauleder. Hier wieder Leder, da Leder, überall Leder. Ist schon schick, ja. Ist schon Premium. Ja klar, für 69.000 Euro erwarte ich das aber jetzt wirklich mal, ne, Kinder. Also weniger darf es dann auch nicht sein. Aber die Materialien sind wirklich, fühlen sich gut an und sind hochwertig. Punkt, basta, aus. Die Mittelkonsole ist mir leicht zugewandt, also fahrerorientiert, super, das finde ich top, das ist wirklich angenehm und ergonomisch ist jetzt hier auch nichts, was mich irgendwie stört, das ist halt ein typischer Audi, kennst du einen, kennst du alle, kannst du zumindest ordentlich bedienen. Zwei Sachen finde ich ergonomisch nicht ganz so gut gelöst, das eine ist der Start-Stopp-Knopf, der hier wirklich so aus dem Bild raus ist, der ist hier unten, was ist denn mit dieser Position hier, die fand ich eigentlich schöner, aber da brauchten sie wohl den Platz. Und genauso die Drive-Select-Taste. Ich fahre jetzt also hier schön und will dann mein Fahrprogramm ändern. Und musste mich da wirklich strecken. Dann sind das auch noch zwei Tasten irgendwie. Gefällt mir alles nicht. Aber ich jammer hier gerade auf extrem hohem Niveau. Ne? Nur damit das klar ist. Ja, was das Raumangebot angeht, das Platzangebot. Wir sind hier Mittelklasse, in der Mittelklasse unterwegs. Ich habe ausreichend Platz. Hier passt mehr als eine Faust zwischen. Ich bin aber auch ganz unten. Ich sitze ja in der Regel immer ganz unten. Mag das auch eigentlich ganz gern. Und habe hier ausreichend Platz. Auch ich fühle mich nicht beengt. Dadurch, dass die Mittelkonsole hier von schmal auf nach vorne breit aufmacht, hat man noch mehr so optisch das Gefühl, hier ist noch mehr Platz, als eigentlich da ist. Aber auch Tobi auf der Beifahrerseite hat hier bequem gesessen und wir sind uns nicht in die Quere gekommen. Raumgefühl ist in Ordnung. Wie Tobi hier sitzt, kommt jetzt. Okay, jetzt sitze ich hier im Audi A4, die menschliche Messlatte. Jan ist 1,80 groß, hat er eben vergessen zu sagen und konnte hier eine gute Sitzposition finden. Alles wird größer, die Autos, die Handys und auch die neue Generation. Ich bin 1,95 und ich muss sagen, ich habe hier eine wirklich bequeme Sitzposition. Ich bekomme meine Faust noch zwischen meinen Kopf und den Dachhimmel, komme bequem ans Lenkrad, kann auch hier nochmal testen, ob alles passt. Alles super. Ich kann auch die Armaturen lesen, obwohl ich das Lenkrad relativ hoch eingestellt habe. Gar kein Problem. Und ja, das ist ein Träumchen. Ja, danke Tobi für deinen Eindruck. Haben sich ja mehrere Stimmen schon geäußert, dass sie das gut finden, dass er sprechen kann. Ich bin auch total hin und weg. Gut, generell, ich sitze hier auch fantastisch drin. Ich mag auch die Sitze, sind die Sportsitze hier, also auch wieder aufpreispflichtig. Und hatte überhaupt keine Probleme, hier auch eine gute Sitzposition zu finden. Ich fange mal an mit unserem üblichen Kram. Wir haben hier die Gurthöhenverstellung. Und einmal zeige ich euch die Länge der Gurte. Das ist mehr als andere Hersteller bieten. Da kann sich Audi gern auch noch mit rühmen. Eben schon erwähnt, sowohl Sportsitze haben wir hier und die sind dann auch noch mit dem feinen Nappa-Leder bezogen. Die Farbe ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber es ist auf jeden Fall, sind die angenehm. Ich kann die Sitzfläche hier manuell auch nochmal verlängern. Das ist ja auch immer wichtig für Leute mit längeren Beinen. Die Sitze sind elektrisch verstellbar. Sind übrigens auch ganz neu, die Sitze. Haben sie also extra für den A4 neue Sitze konstruiert. Elektrische Verstellung, Lordosestütze und hier habe ich eine Sitzheizung. Ich kann die dreistufig beheizen, die Sitze. In Planung ist übrigens auch für den A4 eine Massagefunktion, wie auch eine Sitzklimatisierung. Kommt wohl aber erst im nächsten Jahr. Da werden die Early Adapter mal wieder bestraft. Ne? So sieht es aus. Gut, das Lenkrad. Auch mit Leder bezogen lässt sich manuell verstellen. Hier zeige ich euch mal den Radius.
Und übrigens, die Lenkstock, ist das immer so, dass die Lenkstockschalter hier mitwandern? Ich weiß es nicht, ist aber auf jeden Fall so. Es ist natürlich auch ein Multifunktionslenkrad und ich greife kurz vor, hinter dem Lenkrad finden wir das Virtual Cockpit. Auf der linken Seite habe ich im Prinzip alles für das Virtual Cockpit bzw. den Bordcomputer. Auf der rechten Seite hingegen Schaltflächen, mit denen ich hier das Infotainment-System entsprechend steuern kann bzw. auch Telefonate annehmen und ablehnen kann. Dazu habe ich hier bei unserem Fahrzeug auch noch Schaltwippen. Haptisch nicht ganz so hübsch aus Plastik, optisch genauso wenig schön, passen aber zur Farbe von dem Lederlenkrad zumindest. Aber ergonomisch auf jeden Fall sitzen die ganz gut. Dann nochmal ganz wichtig für den Jan, damit der das auch verinnerlicht, den Spurhalteassistenten, da habe ich einen Taster auf dem Blinkerschalter und der Tempomat, der adaptive, wird hier unten über den dritten Lenkstockschalter entsprechend geschaltet. Ja, die Spiegel finde ich persönlich richtig sexy. Ich finde es auch gar nicht schlimm, dass sie jetzt so ein bisschen näher rangekommen sind, weil sie jetzt auf die Tür gesetzt worden sind. Also die Spiegel an sich sind schon, finde ich, ganz formschön, aber auch die Spiegelfläche, das ist automatisch beim Blick in den Rückspiegel, wirkt da schon ganz sportlich. Auf der rechten Seite, ich müsste eigentlich ein bisschen höher sitzen, weil eine von diesen Spiegelecken verschwindet quasi hier bei mir im Sichtfeld, aber die sind auf jeden Fall groß genug, um den hinteren Verkehr gut im Auge zu behalten und das passt auf jeden Fall. Was ich bei Audi immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig finde, den Totwinkelwarner machen die ja nicht ins Glas rein wie andere Hersteller, sondern der sitzt halt wirklich hier außen, dafür ist der aber auch wirklich hell und gut zu sehen. Der Innenspiegel bei Volvo, bin ich noch völlig ausgeflippt, weil ich das so besonders fand, ist jetzt hier auch im Audi rahmenlos. Steht aber auch im Zubehörkatalog irgendwie drin, rahmenloser Spiegel. Das ist schön und ich sehe auch die komplette Heckscheibe durch den Spiegel. Mit den drei Dingern hier kann ich alles sehen, was hinter mir passiert. Zum Rangieren kann ich mir optional eine Rückfahrkamera konfigurieren oder aber auch eine 360-Grad-Kamera. Wir haben hier die 360-Grad-Kamera. Beide Kameras bieten wirklich ein gutes, scharfes Bild. Das haben wir ja nicht bei allen Herstellern. Auch da, finde ich, wird Audi durchaus seinem Premium-Anspruch gerecht. Machen wir jetzt nochmal klassischen Schulterblick. Einmal hier über die Schulter nach links, da ist kein Blindspot. Und nach rechts, da sehe ich auch nichts. Hinten die D-Säule. C-Säule ist ja ganz klein und schmal. D-Säule ist natürlich schon ein bisschen breiter, aber da haben wir nochmal ein kleines Fenster zwischen C- und D-Säule gesetzt. Ist in Ordnung, finde ich okay. Gut, jetzt werde ich den Motor einfach starten, weil mir das zu viel ist. Ich komme nämlich zu dem 12,3 Zoll großen Display, was sich hier hinter dem Lenkrad befindet. Und erstmal muss ich die Lüftung ein bisschen runter machen. Das kennen wir ja schon vom TT und auch schon vom Q7 und bei beiden haben wir es vorgestellt. Für die Ersttäter, die uns nicht regelmäßig gucken, bespreche ich das trotzdem nochmal ganz kurz. 12,3 Zoll groß. Übrigens habe ich gestern gelernt, man möchte ja meinen, dass das Active Info Display, ebenfalls 12,3 Zoll von Volkswagen, was wir jetzt im Passat gesehen haben, dass das ein und das gleiche Display ist. Nein, ist es nicht. Das Audi Display kann auf jeden Fall höher auflösen. Deswegen kann man hier auch in voller Größe quasi die Karte als Hintergrund nehmen. Und bei VW ist das halt nicht so gelöst. Da sind die Rundinstrumente noch größer. Wir haben zwei unterschiedliche Sichten. Auch da habe ich gestern nochmal nachgehakt. Mensch, irgendwie, warum gibt ihr uns denn die Sicht vom TTS nicht? Also diese Sportansicht, wo das Rundinstrument in der Mitte ist, wirklich sportlich und die Geschwindigkeit da nochmal groß gezeigt wird. Ja, nee, wollen sie alles nochmal so ein bisschen anders machen. Das soll ja auch irgendwie für die sportlichen Fahrer anders sein. Im S4 wird das auf jeden Fall kommen. Da habe ich auch diese sportliche Ansicht in der Mitte. Also auf dem Display virtuell dargestellt, links der Drehzahlmesser bis 8000 Umdrehungen. Bei kurz vor 7 fängt der rote Bereich an. Auf der rechten Seite entsprechend der Tachometer bis 300 km/h ist der ausgepriesen. Und der Wagen fährt 250, das passt also auch. In dieser großen Ansicht habe ich innerhalb der Rundinstrumente dann noch Platz für andere Geschichten. Da wird mir die Geschwindigkeit auf der
rechten Seite entsprechend digital nochmal angezeigt. Und ich kann das aber auch alles konfigurieren, was ich da jetzt wo sehen möchte. Davon mal abgesehen, was ich hier gleich noch zeige, auf der rechten Seite in diesem Flügelchen mit LEDs visualisiert die Tankanzeige und auf der rechten Seite die Temperaturanzeige. Ja, wir haben hier eine Temperaturanzeige und das ist auch gut so. Ich habe jetzt hier so einen View-Knopf, da stelle ich zwischen den beiden Geschichten hin und her oder den beiden Ansichten einmal Rundinstrumente groß, Rest kleiner oder weniger Platz oder Rundinstrumente klein und für die restlichen Anzeigen habe ich halt mehr Platz. Am meisten Sinn macht das natürlich dann mit dem Navigationssystem zusammen, weil das dann wirklich vollflächig dargestellt wird. Und ich muss gestehen, so jetzt fahren wie Graf Koks halt, ich finde das richtig klasse, weil du halt die Möglichkeit hast, hier in der Ansicht dir den Streckenverlauf relativ weit reingezoomt anzusehen, dass du also immer die nächste Kurve gut sehen kannst und in dem Display die Übersicht. Man könnte es natürlich auch andersrum machen, hier die Übersicht und da dann die Detailinformationen. Es ist schon ein bisschen Overkill, man sieht ja quasi Stereo, ich finde es trotzdem schön passend. Ja, und so kann ich dann natürlich nochmal durchschalten. Ich habe Ansichten entweder Bordcomputer, Media, Telefon oder Navigation und beim Bordcomputer kann ich dann auch durchschalten, die ganzen Verbrauch, also Datum, Uhrzeit, Verbrauch, Langzeit, Verbrauch, Kurzzeit, aktueller Verbrauch, die Assistenzsysteme und dann noch das zuletzt erkannte Verkehrszeichen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, dann hier noch mir andere Sachen anzuzeigen. Es ist relativ komplex und ich finde es gut. Mir hat ja gestern wirklich lange gesprochen mit den Audi-Jungs, sagte eine Mitarbeiter, ja, sie machen jetzt auch wirklich intensive Schulungen mit den Verkäufern, weil da halt wirklich viel zu erklären ist, auch wieder dem Kunden. Und die Kunden sollen ja nicht immer nur Ausfahrt-TV gucken, damit sie hier was über das System lernen. Also halte ich das heute mal ein bisschen kürzer. Geht zu Audi, ne? Läuft. Permanent eingeblendet sind übrigens auch immer Uhrzeit und Temperaturanzeige. Ja. Sowie der aktuelle Kilometerstand und der Tageskilometer entsprechend. Ja, ist noch nicht alles. Volle Hütte, habe ich gesagt. Wir haben natürlich auch ein Head-Up-Display hier dabei. Auch das ist schön abzulesen. Auch so von der Seite, den Kopf ein bisschen hin und her wackelt, kann man das gut lesen. Ich habe immer die Geschwindigkeit, je nachdem, ob es Anweisungen vom Infotainment-System gibt, vom Navigationssystem, werden mir die da auch angezeigt. Der Assistent wird da dann auch nochmal visualisiert. Es sind teilweise schon ein bisschen viele Informationen, Tempolimit halt entsprechend auch. Ich finde es aber immer noch übersichtlich. Ich sage ja nach wie vor, beste Head-Up-Display baut BMW. Nein, sagt Tobi, beste Head-Up-Display baut Audi. Ja, so sieht's aus. Ja, gut, aber alles nochmal, sowohl das Head-Up als auch das Virtual Cockpit lassen sich ganz prima ablesen. Genauso das 9,2 Zoll große Display, was wir jetzt hier in der Mitte haben. Jetzt kann ich das Auto mal wieder ausmachen. Mutter Natur, ne? Wir wollen ja hier keine Umweltverschmutzung machen und so. Bei der Weltpremiere quasi vom A4 gab es ja schon ganz viele Stimmen. Blödes Display, aber lässt sich wirklich sehr gut ablesen. Das ist genau richtig und es ist auch schön groß. Knackig scharf auch das Bild, die ganzen Buchstaben, man kann es wirklich hervorragend lesen. Und zusammen mit der MMI-Bedienkonsole lässt es sich auch hervorragend bedienen. Da auch noch kurzer Hinweis, habt ihr den Selbstschalter, also wollt ihr handgerissen fahren quasi, ne, schalten, dann befindet sich das Ding hinter dem Schalthebel. Also dann sitzt er hier vorne und das Teil hier hinten. Bei den Automatikfahrzeugen sitzt es davor. Ich habe hier auch nach wie vor diese sensitive Oberfläche. Ich kann hier also Buchstaben malen, wenn ich denn möchte. Und neu ist jetzt hier so eine Leiste mit 8 Dingern, 8 Zeilen. Da kann ich mir entsprechend, das ist quasi ein Kurzwahlspeicher, kann ich bestimmte Funktionen drauf ablegen. Ja, und den Rest, den kennen wir, das war früher auch schon so mit den Wippen, Radio, Media, NAV, Telefon, Bungs. Gut.
Es gibt ein Ambient Light, aber wie zu 99% bei den Fahrveranstaltungen müssen wir das Auto um 6 abgeben, kriegen es erst um 9 wieder. Und ich habe hier auch keinen Tunnel gesehen, der länger war als 200 Meter. Ist hier überall schön verteilt und bis zu 30 Farben kann es auch in der höchsten Ausstattungsvariante. Man kann auch sagen, was wie stark leuchten soll. Das geht alles hier übers MMI zu steuern. Ich habe es aber nicht gesehen. Also auch in den Türen hat man Licht und ich kann es euch auch nicht zeigen. Ja. Okay, ein Schiebedach haben wir hier nicht verbaut und der Hupencheck. Wie konnte ich das vergessen? Ganz im Ernst, ich bin so ein bisschen dröge, weil es ist hier knallerheiß, super schwül und ich verliere so ein bisschen den Faden. Also Hupencheck für Ausfahrt-TV-Freunde. Ja, nichts passiert, läuft, ne? So hört sich die Hupe an. Und da bin ich auch schon wieder zurück mit dem Ausfahrt-TV-Innenraumcheck. Da zeige ich euch die ganzen Ablagemöglichkeiten. In die Türtaschen passen nicht nur diese Halbliterflaschen, sondern auch ein ganzer Liter wird da locker reinpassen. Dahinter ist noch so ein bisschen Platz für so ein Päckchen mit Warnwesten, Portemonnaie, meinetwegen auch CDs, wenn man sie denn noch nutzt. Direkt neben dem Lenkrad habe ich auch noch mal ein Fach. Ui, boah, Ravetta, Kehr. Also das geht so tief da rein, man glaubt es kaum. Mit Samt ausgeschlagen, also da kann man ja wirklich mal was reinstecken. Himmel, da haben wir echt Platz gehabt. Puh, krass. Ja, gut. Ich bin wirklich begeistert, wie ihr merkt. Hier an der Konsole haben wir einmal einen 12-Volt-Anschluss und davor auch noch so eine kleine Schale, die rutschfest ausgekleidet ist. Dahinter befinden sich dann gleich die im Becherhalter, Flaschenhalter, was auch immer Halter. Auch hier ist wieder die halbe Liter Flasche passt locker rein. Ich denke, ein Liter würde genauso passen. Der hämmert dann aber hier entsprechend vor. Ne? Also hier wird es noch schlimmer. Hier stößt die Flasche schon an das Holz. Da muss man aufpassen. Das kann relativ schnell sehr unschön werden. Aber Platz ist auf jeden Fall. Und ich sehe hier auch, die sind auch so ein bisschen beleuchtet. Also da kommt das Ambient Light wahrscheinlich auch durch. Man kann es aber irgendwie nicht verschließen. Die sind also immer auf und unten rutschfest verkleidet. Hier hinter dem Lautsprecherregler habe ich noch ein kleines Fach. Da passt genau der Schlüssel rein. Den habe ich jetzt aber hier in der Tasche und will ihn nicht rausfummeln. Und natürlich eine elektronische Feststellbremse oder Handbremse. Das kommt ja nicht bei allen Leuten gut an, aber es ist nun mal so. Die Mittelarmlehne, auch beledert im Übrigen, kann ich hier so ein Stück rausziehen und auch in der Höhe feststellen, also immer so arretieren. Darunter ist jetzt nicht wirklich so schrecklich viel Platz. Dafür immerhin, danke Audi, 2 USB-Anschlüsse ohne blödes Adapterkabel, dazu noch Aux-In bzw. Line-In. Und wenn ich hier diese ganze Kabelwirrwarr von Tobi und mir hier mal rausnehme, sieht man hier so ein Handy-Symbol und das soll mir sagen, Freund, einmal hast du hier, wenn du dein Handy hier reinlegst, einen besseren Empfang, weil das Handy dann quasi eine Signalverstärkung bekommt durch das Auto und man kann hier induktiv laden. Das würde ich jetzt gerne ausschmücken, Audi, wie toll ich das finde, dass man induktiv laden kann, aber da ich ja hier Apple-Sklave bin und das iPhone kein induktives Laden kennt, finde ich das jetzt mehr so Medium. Ja, mehr so für Android-Nutzer, ne? Ja, gibt tatsächlich Handys, die können das. Drumherum habe ich auch noch ein bisschen Fläche, auch das alles rutschfest ausgekleidet. Aber ich kann das auch nicht wirklich hier verschließen. Also es ist immer so ein bisschen offen. Ja, dann geht es weiter. Ein Handschuhfach haben wir. Oben wieder diese übliche kleine Kiste. Irgendwie zwei SD-Karten-Slots, der SIM-Karten-Slot und auch ein DVD-Slot. Unten ist das Bordmaterial drin, das sieht so aus und viel mehr passt da auch wirklich nicht hinein. Dann haben wir noch einen Stifthalter, das war's. Beleuchtet ist es auch wenn ich es nicht sehe. Und hier kann ich auch den Airbag ausschalten. Gut, in beiden Sonnenblenden haben wir Make-up-Spiegel, die sind auch durch LEDs
illuminiert, beleuchtet. Generell gilt Serienausstattung im neuen Audi A4. Alle Lämplein hier sind jetzt auf LED umgestellt. Also so auch die Beleuchtung vom Make-up-Spiegel. Tickethalter hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Schön auch die Leseleuchten, auch LEDs. Die tippe ich halt nur so an, um sie halt ein- und auszuschalten für Fahrer und Beifahrer. Ich kriege es jetzt nicht mehr aus. Und zusammengeschaltet sind sie dann quasi auch die Innenraumbeleuchtung. Und vielleicht darf ich das sagen, diesen Teil hier finde ich sehr gelungen. Also auch mit diesem schwarzen Klavierlack drumherum, das sieht schön aus, für mein Verständnis. Ich gestehe, es kommen Erinnerungen wieder hoch an meinen Firmenwagen. Ich habe den geliebt, ich habe den wirklich geliebt, fand ich super. Aber ein- und aussteigen, da dachte ich immer, okay, so weit bist du doch noch gar nicht, dass du da immer so am Rumstöhnen bist. Wenn man den Sitz halt ganz unten hat, dann muss man sich schon ziemlich hochwuchten. Und auch hinten gehen die nach oben auf, famos, oder? Hinten die Tür öffnet, ja, auch so um die 80, ich würde fast sagen 85 Grad, aber hinten ist die Einstiegsluke natürlich deutlich kleiner. Zudem fällt das Dach hier auch ansatzweise, ich sage ansatzweise, Kinder, ansatzweise coupéartig ab, sodass ich merke, ich muss auf jeden Fall einen Kopf einziehen und so richtig prall sieht das hier vom Platzangebot auch nicht aus. Ja, mal sehen, wie das mit meinen Bedenken jetzt hier ist. Kopf muss ich ein bisschen einziehen, aber für die Beine habe ich doch erstaunlich mehr Platz, als ich dachte. Und die Tür, wie hinten meistens üblich, kann ich ganz locker schließen. Kleine Erinnerung, ich bin 1,80 Meter groß. Der Fahrersitz ist so eingestellt, dass ich bequem sitzen kann. Und ich habe hier ausreichend Beinfreiheit. Ich habe auch noch Kopffreiheit, wenn auch keine ganze Faust mehr, aber so eine halbe ist auf jeden Fall noch da. Zur Seite geht es prima, man sitzt aber schon so ein bisschen weiter nach hinten versetzt, sodass man sich, wenn man rausgucken möchte, wirklich so ein bisschen nach vorne lehnen muss. Die Sitze selbst, natürlich auch beledert hier alles, sind leicht ausgeformt, damit man jetzt nicht bei jeder Kurve so richtig wegrutscht, aber richtig Seitenhalt bieten sie dann auch nicht. Ja, jetzt interessiert es mich, wie sieht das bei Tobi aus, der ja mit seinen 1,95 Meter ein bisschen größer ist als ich. Ich bin ein bisschen gemischter Gefühle, was den hinteren Bereich des Audi A4s angeht. Auf der einen Seite habe ich relativ viel Platz für meine Knie und Beine, weil die Sitze sehr weit ausgespart sind. Aber auf der anderen Seite kann ich meine Füße quasi kaum bewegen, weil der Platz zwischen Boden und Sitz relativ begrenzt ist. Also das ist nicht viel, da kriege ich meine Fußspitzen gerade so drunter. Ja, mit meinem Kopf, ich meine, ich kriege hier kaum meine Hand zwischen meinen Kopf und meinen Dachhimmel. Und wenn ich versuche, mich an die Kopflehne zu lehnen, habe ich auch gleich wieder den Dachhimmel im Weg. Zur Seite ist das okay. Und auch vom Gefühl her zu den Seiten ist es okay. Ich kann mir meinen Arm sogar noch ablehnen auf die... Auf die Türkante. Ja. Danke, Tobi. Super. Ich finde es echt praktisch, Tobi dabei zu haben. Übrigens nur noch kurz erwähnt, auch hier wieder dieses raue oder Alcantara in den Seiten. Auch das Holz wird nochmal aufgegriffen. Und ich meine, auch hier wäre dann auch wieder so ein bisschen Ambient Light. Gucken wir uns mal um. Wir haben hier Türtaschen, da passt wieder die halbe Literflasche rein und ich lehne mich aus dem Fenster. Auch hier wird eine Literflasche reinpassen. Dahinter ist noch ein bisschen Platz. An der Rückseite der Vordersitze haben wir Zeitungsnetze, passen also irgendwie Zeitungen oder Comics rein. Ein bisschen wabbelig sind die schon. Dafür sind die Rückenteile halt Hartplastik, ne? Also das ist jetzt wenig flexibel. In der Mittelkonsole, wir haben hier eine 3-Zonen-Klimaanlage, kann ich also die Temperatur für die hinteren 3-2 Plätze einstellen. 3 sollen es wohl sein. Habe hier auch die Luftausströmer in der Mitte und unten drunter auch nochmal einen 12-Volt-Anschluss. Das finde ich gut, das ist prima. 12 Volt ist immer schön zu haben. Es gibt eine Mittelarmlehne. Die ist auch angenehm breit, also zwei Arme passen da locker drauf. Darunter verbirgt sich so ein Fach mit Filz ausgeschlagen. Und ich war hier am Rumfummeln, wo haben sie denn die Getränkehalter? Die kommen doch bei Audi immer hier vorne raus. Ja, nee, haben sie neu gemacht. Jetzt klappt man diese Dinger hier einzeln um. Und da passt diese Flasche rein. Da sind auch so leichte Abstandshalter dabei, jawohl. Zur Not kann ich sie ein bisschen zuklappen. Also auch zwei Getränkehalter. Und wenn ich dann möchte, kann ich auch das ganze Ding umklappen. Habe ich meine Durchlademöglichkeit. Und dieses Ding hat mich ebenfalls in den Verstand gebracht. Man kann das nämlich verriegeln vom Kofferraum aus, dass es halt nicht funktioniert. Und ich fummel hier rum. Warum geht das denn nicht auf?
geht aber auf. So, haben wir das. Ja, Kinderfreundlichkeit prüfen wir mal eben kurz ab. Fangen wir an mit der Gurtlänge. Aber wenn die vorne schon so lang waren, ja, sind die hinten genauso lang. Babyschein, Kindersitze, kein Problem, gebe ich euch meine Hand drauf. Isofix-Halterung an den beiden äußeren Sitzen. Die Gurtpeitschen sind zumindest die äußeren beiden auch mehr als starr. Da können sich die Kinder also locker bequem alleine anschnallen. Leseleuchten gibt es auch. Kinder sollen ja lesen, auch mit LEDs, sagte ich ja, alles LED. Die Griffe haben wir hier hinten halt, wie gesagt, auch daneben ein Kleiderhaken und hier vorne an der B-Säule ist entsprechend auch nochmal ein Kleiderhaken. Jetzt fahre ich mal das Fenster runter. Ja, was soll ich dazu sagen? Gefällt mir gar nicht. Ne? Steht hier, wenn ich sage, bis zur Hälfte, aber da steht noch mal eine ganze Kante raus. Aber einen Einklemmschutz werden sie schon haben. Jawohl, den gibt es. Und wenn ich das richtig überblicke, habe ich euch auch schon alles hier hinten gezeigt jetzt. Ihr dachte ich zumindest, aber Tobi sagt, Jan, rutsch doch mal in die Mitte. Ich glaube, er hat Spaß daran. Haben wir hier Quadro, also auch in der Mitte einen dicken Tunnel. Jetzt setze ich mich in die Mitte. Rücken geht. Sitz geht auch. Aber ich sitze auf beiden Gurtschlössern, also auf allen dreien sogar. Also ja, und ich merke auch, meine Beine hier sind schon auf der Sitzfläche. Also drei Erwachsene hinten, nur das große Kuschelprogramm. Irgendwann gab es mal jemand in den Kommentaren, der meinte, es wäre blöd, dass ich immer antworten würde. Weil man hätte so das Gefühl, man würde kontrolliert werden. Ich fand das sehr lustig, weil ich versuche ja mit euch in Kontakt zu treten. Mich interessiert ja durchaus, was ihr sagt. Auch eure Tipps und Anregungen kommen bei uns durchaus an. Wir können halt bloß nicht alles umsetzen. Ich weiß gar nicht, welches Auto gab in Kommentar. Jan, wenn du den Taster vom Kofferraum gedrückt hältst, springt der auch richtig auf. Ja, gelesen, gelernt. So sieht's aus. Ich weiß ja nichts, ich kann ja nichts. Jetzt weiß ich ein bisschen mehr. Der neue Schlüssel, ich meine zumindest ziemlich, dass er neu ist, weil ich bin ja den Audi B8 auch noch als Avant, als Firmenwagen gefahren und der hatte nicht so einen schönen Schlüssel. Ich finde ihn sehr gelungen. Drei Knöpfe auf der einen Seite, unter anderem zum Öffnen der Kofferraumhaube und hinten so ein bisschen hochglanzschwarz mit ein bisschen Chrom. Feine Sache. Kofferraum übrigens nicht elektrisch, ne? Also nicht, dass ihr das denkt, sondern nur der schnappt halt so auf. Ich kann den auch öffnen über einen Taster in der Tür oder selbstverständlich auch hier. Egal wie ich ihn nun öffne, ich habe hier ein Platzangebot von 480 Litern. Und wir haben hier kleines Gepäck dabei, der Rest ist im Hotel, weil wir sind schon einen Tag da. Aber das passt hier ganz, ganz locker in den Kofferraum alles. Und selbst unsere Rolle passt quer hinein. Das finde ich ja sehr gut. Jetzt muss ich doch mal meine Sonnenbrille absetzen, sonst sehe ich nämlich nichts. Gucke hier rein, Gepäcknetz ist schon mal dabei zum Festzurren. Dann eine kleine Falltür. Ja, und darunter ist aber auch nur das, was ehemals Reserveradmulde war. Da sitzt jetzt die Batterie ziemlich dick drin. Und ein bisschen Platz ist durchaus noch vorhanden, aber jetzt auch nicht so wirklich nennenswert. Wir haben vier Zurösen hier. Auf der rechten Seite ist nochmal so ein Fach hinter dem Radkasten abgetrennt. Da ist die Verbandtasche und ein 12-Volt-Anschluss sehe ich hier auch noch. Und ja, das war es eigentlich schon. Auf der linken Seite ist auch nochmal so ein kleines Netz, da kann ich was reinstecken. Ich gucke mal, aber hier ist so nichts. Wo ist der denn beleuchtet? Hallo? Ist hier kein Licht? Das kann doch nicht sein. Ah doch, da. Entschuldigung, hier auf der linken Seite haben wir eine kleine LED, die leuchtet. Und dann habe ich hier quasi noch so Haken, die kann ich nutzen, um halt Taschen einzuhängen. Das Warndreieck ist hier entsprechend angebracht. Jetzt muss ich einmal nochmal gucken. Ach so, siehst du, guck. Und hier ist dann auch nochmal, das kann ich so losdrehen, entsprechend das Tire-Fit.
eingelassen. An der Batterie hängt das mit dran. Ja, und das war auch schon der Kofferraum. Allerdings kann ich die Sitze umklappen. Ich habe vor euch nachgemessen. Wir haben eine Breite hier von 97 cm. Habe ich die Rückbank nicht umgeklappt, dann habe ich eine Tiefe von 90 cm und eine Höhe von 44 cm. Das ist quasi das Kofferraumvolumen. Klappe ich die Sitzbank um, bekomme ich ein Stauvolumen von 965 Litern und dann erweitert sich die Länge, die Ladelänge, auch wenn wir hier keine ebene Ladefläche haben, auf 1,70 Meter. Wenn ich den Beifahrersitz nochmal ganz nach vorne schiebe, dann gewinne ich nochmal gut 20 cm hinzu. Um meinen Equipment-Koffer hier hochzuheben, das ist eine Höhe, die ich überwinden muss, von 68 cm und danach geht es dann nochmal gut 15 cm hinunter. Insgesamt darf ich den Audi A4 mit 570 Kilo beladen. 90 Kilo dürfen davon aufs Dach. Und wenn ich eine Anhängerkupplung verbauen lasse, darf die Anhänger bis zu einem Gewicht von 1,9 Tonnen ziehen, wenn sie ihre eigene Bremse haben. Sonst sind es 750 Kilogramm. Für den Audi A4, den neuen Generation B9, hat Audi die Servolenkung komplett überarbeitet, aber auch das Fahrwerk. Wir haben hier aber beides in einer höherwertigen Ausstattung. Wir haben einmal die Dynamiklenkung und das Komfortfahrwerk mit den adaptiven Dämpfern in unserem Testwagen. Ich fange, glaube ich, erstmal mit dem leidigen Drive Select Schalter an, den ich so schlecht erreichen kann. Darüber kann ich die unterschiedlichen Fahrmodi anwählen. Efficiency, Komfort, Auto, also das Beste von allem, Dynamik oder Individual. Und gerade wenn ich dann in Individual schalte, was ich jetzt mache, dann sehe ich auch, was entsprechend jetzt hier verändert wird. Das ist einmal die Schaltung und die, der Motor selbst, also die Gasannahme, das Fahrwerk, die dynamische Lenkung, also die Dynamiklenkung, wie auch die Cruise Control, also der adaptive Tempomat. Und je nach Fahrprogramm merke ich schon einen deutlichen Unterschied. Also generell ist die Lenkung sehr angenehm direkt. Also Dynamiklenkung nennt Audi das. Und ja, das ist in der Tat, kann man damit sehr dynamisch fahren. Wie gesagt, gestern durch die Berge, ich hatte einen Heidenspaß. Und hier auf den kleineren Straßen sind die Kurven wirklich eng geschnitten. Und da musste ich nicht rudern, nicht irgendwie hier wischen und so, sondern konnte immer schön beide Hände ans Lenkrad, am Lenkrad behalten, ohne meine Arme zu verbiegen. Ist also wirklich fantastisch. Und selbst in der Mittellage kommt die schon schön knackig rüber. Ich gehe nochmal eben hier zurück und gehe zurück in den Dynamikmodus. Ja, ja. Also du zitterst am Lenkrad und das Auto zittert mit. Macht man nicht, ist aber leider geil. Also funktioniert sehr gut. Bei dem Fahrwerk ist es so, man spürt schon einen deutlichen Unterschied zwischen Sport oder Dynamik und Komfort. Komfort greift das Fahrwerk doch irgendwie sehr nett ein und federt eine ganze Menge Geschichten weg. Und beim, wenn man im Sport ist, ist es deutlich straffer. Merkt man auf der einen Seite schön, also jetzt hier beim Kurvenfahren, ich würde ja was über die Autobahn erzählen, aber da fährt man hier nur 130, also nehmen wir die Bergstraßen. Da merkt man schon, dass der Wagen deutlich besser auf der Straße liegt und man noch einen Tucken sportlicher fahren kann, als man das sonst machen würde. Hat meines Erachtens aber auch immer viel mit dem Allradantrieb zu tun, dem Quadroantrieb. 40-60 ist die normale Kraftverteilung, sprich 40 vorne, 60 hinten. Eigentlich komisch für einen Fronttriebler. Lässt sich aber auch variabel verschieben bis zu 85 vorne und 70 hinten, meine ich. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Also der hat auch nochmal unterstützt und so hatte ich wirklich, er hat echt eine ganze Menge Spaß da oben in den Bergen. Da konnte man das schon ganz gut krachen lassen, vor allen Dingen, man muss ja noch nicht mal schnell fahren, wenn das alles so eng und kurvig ist. Das ist, ja, war ganz in Ordnung, sage ich mal.
Ja, wenn man dann aber wieder den Fahrmodus rausnimmt, da fällt mir was ein, wollte ich unbedingt erwähnt haben. Ich kann ja auch den Schalthebel, also den Gangwahlhebel nach hinten ziehen und wechsel zwischen dem Sportprogramm und dem Dynamikprogramm. Habe ich mich früher mal gefragt, was ist denn jetzt? Stelle ich auf Dynamik und oder auf Komfort, ziehe nach hinten, bin im Sport, was schaltet denn alles um? Die Aussage der Audi-Experten war damals, also bei allen Vormodellen vor dem hier, ja, sobald du in Dynamik-Fahrmodus schaltest, hier über den Gangwahlhebel, ist alles andere auch automatisch auf Dynamik gestellt. Das ist jetzt anders. Ich werde zwar ins Sportprogramm geschubst, wenn ich per Drive Select auf Dynamik gehe, wenn ich in Komfort bin und dann aber ins Sportprogramm schalte, bleibt der auf Komfort stehen. Gewöhnungsbedürftig, ich denke, man kann es da nicht jedem recht machen. Die einen sagen, endlich. Ich würde eher sagen, naja, schade, warum denn überhaupt? So ist es dann halt. Gut, die Bremsen greifen. Also ich habe sogar einmal recht heftig bremsen müssen hier. Italien ist nicht so ganz meine Welt. Ich interpretiere die Straßenverkehrsordnung, glaube ich, zu deutsch für die italienischen Verhältnisse. Und musste da einmal, Laster hat mir voll die Vorfahrt genommen. Da bin ich ziemlich in die Eisen gegangen. Die verzögern, also super, alles prima, alles toll. Der Druckpunkt, ich habe so das Gefühl, vom Pedal, so die ersten, paar Grad oder Zentimeter, da tut sich nicht viel. Danach kann ich aber schön fein dosieren. Und auch in den Bergen hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass die Bremsen mit dem Gewicht oder der Leistung des Fahrzeugs nicht klarkommen. Apropos Leistung, 252 PS haben wir, die können wir auch gut nutzen in dem Fahrzeug. Das macht Spaß. Also zu keiner Zeit untermotorisiert, wie ihr mir glauben mag. Das ist alles sehr spaßig. Einen kleinen Kritikpunkt haben wir noch und ich würde euch den auch gerne vorführen, wenn es denn ginge. Ich schalte jetzt nochmal in Sport und wechsle auch nochmal über die dämlichen Tasten hier in Dynamik, damit wir das jetzt hier alles korrekt eingestellt haben. Die Straße ist hier eh ein bisschen laut vom Belag her. Jetzt schalte ich mal lustig zurück in zweiten Gang. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Im Innenraum ist der Sound jetzt nicht wirklich, oder ich würde ihn nicht sportlich bewerten. Gestern in den Bergen habe ich zu Tobi irgendwann gesagt, sag mal, hört sich an wie ein Rasenmäher, oder? Das ist jetzt so ein bisschen hart formuliert. Andere Leute sehen das ein bisschen anders, aber ich finde schon sportlich, wirklich sportlich im Sinne von yeah, Rock'n'Roll, nächste Kurve, komm, gib ihm, hört sich anders an. Und da, ich weiß, neulich jetzt hier beim Golf haben ein paar auch kommentiert, Soundakuta ist blöd. Ja, Soundakuta ist blöd, richtiger Sound ist besser, richtiger Sound macht aber auch die anderen Leute kirre, die ihr ja quasi belästigt mit einer Lärmbelästigung. Und ich habe da mittlerweile nichts gegen, wenn mir künstlich hier ein cooler Sound vorgegaukelt wird, wenn es denn meinem Fahrspaß zuträglich ist. Ja, zum Verbrauch sage ich im Fazit gleich vielleicht noch ein, zwei Punkte. Normalerweise machen wir das ja nicht hier bei den Fahrveranstaltungen. Und habe ich irgendwas vergessen? Lenkung habe ich, ist top, Bremse ist okay, Leistung hat er. Das Getriebe, ja, 7-Gang S-Tronic, ne? Ja, schaltet butterweich, habe ich nicht wahrgenommen. Also weder so noch so. Auch wenn ich mit der Hand schalte an den Pedals, schaltet der ganz fix runter und wieder hoch, wie man das möchte. Kaum Verzögerung oder keine merkbare Verzögerung, bin ich vollkommen zufrieden. Da habe ich es auch, glaube ich, vergessen, weil es einfach nicht präsent ist, weil die einfach funktioniert. Wichtigste Aussage zum neuen A4. Sämtliche Assistenzsysteme, die es für den neuen Q7 gibt, gibt es jetzt auch im A4 und da sind ein paar echte Leckerchen dabei. Wohl wissend, dass die alle nicht umsonst zu haben sind. Ich bin mal gespannt, wann die ersten Fahrzeuge mit erschwinglichen Systemen dieser Art kommen. Also, mein Liebling ist der prädiktive Effizienzassistent. Hört sich irgendwie wahnsinnig sperrig an, ist aber eigentlich nur cool und Rock'n'Roll, zumindest für mich. Das ist also ein Zusammenspiel aus Tempomat und Navi.
und den Radarsensoren, also im Prinzip der adaptive Tempomat, der eh den Abstand immer zum Vordermann hält, auch wenn er langsamer wird als die eigentlich eingestellte Geschwindigkeit. Dann haben wir das Navi. Das Navi weiß, wo du hinfahren willst, welche Topografie auf dich zukommt, aber auch, ob Kurven kommen oder nicht, ob der Tempolimits kommen oder nicht. Und jetzt stelle ich mal den Tempomat ein auf 130, meinetwegen, auf der Autobahn hier. Dann nimmt er plötzlich das Gas raus und ich denke so, was ist denn? Zeigt er mir aber schon an, pass auf, gleich kommt 110. Und dann bremst er oder geht er schon vorher vom Gas, bevor ich überhaupt das Schild sehe, um möglichst effizient auf dieses Tempolimit 110 zuzufahren. Und gerade so im Ausland hier, ihr wisst ja, in der Schweiz, da ist geblitzt werden nicht ganz so günstig wie in Deutschland. Und da ist es ja schon nicht preiswert. Da setze ich einfach einen Tempomaten und sage, komm, du kümmerst dich um den Rest. Natürlich muss man aufpassen. Hallo, wir fahren ja Autos, sind mündige Bürger und entsprechend auch mündige Autofahrer. Natürlich bleibt man stets konzentriert auf die Straße. Aber das Ding sieht im Zweifel ein Tempolimit, was du nicht siehst. Und es hilft dir auch noch effizienter zu fahren, also Sprit zu sparen. Und das, finde ich, ist ein ziemlicher Knaller. Hat natürlich auch was mit der Verkehrszeichenerkennung zu tun, die wir haben. Also auch in der Baustelle ist eine unerwartete Baustelle 70. Auch das erkennt er natürlich nicht vorausschauend in dem Fall, sondern dann, wenn du da bist oder wenn er das Kind mit das Kind, das Schild mit der Stereokamera, das Schild mit der Kamera erfasst hat, ist keine Stereokamera, gibt er das entsprechend weiter und der Tempomat stellt sich dann auf 70 ein. Ich finde, das ist richtig klasse. Also ist ein System, was ich gerade für Langstreckenfahrten, ich meine, ihr werdet auch sagen, ja, komm, Kapp, es braucht kein Mensch. Ja, Jungs, das geht aber hier nicht irgendwie von Mutti zu Hause zur Eisdiele, irgendwie einmal Mädchen anhupen und zurück, oder Mädchen einmal zur Eisdiele von Mutti aus Jungs anhupen. Nee, das ist ja jetzt, wenn ich hier, ich fahre 600 Kilometer am Tag und das möglichst irgendwie 5 Tage die Woche. Da bin ich echt froh, wenn das Auto ein bisschen mitdenkt und wenn ich auch nicht alle 5 Minuten zum Tanken ranfahren muss. Dafür ist das gedacht und meines Erachtens auch ungemein clever gelöst. Gut, die Assistenzsysteme werden eingeteilt bei Audi mittlerweile in quasi Stadt und Land oder Tour nennt sich das. Also das, was ich eben beschrieben habe, ist dann mehr Tour. Stadt sind solche Geschichten wie der Ein- und Ausparkassistent. Da gibt es jetzt so Sonderfunktionen auch noch, so ein Aussteigeassistent, wenn ich das richtig mitbekommen habe, der dich also warnt, wenn von hinten ein Auto kommt und die Tür aufmachst. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber wenn es dabei ist, Kinder, ist doch in Ordnung. Na klar haben wir hier auch noch einen Totwinkelwarner, auch der funktioniert. Einen aktiven Spurhalteassistenten. Auch der VW üblich oder Volkswagen Gruppen üblich hält sehr schön aktiv die Spur, ohne da irgendwie groß störend einzugreifen. Nehmen wir den Spurhalteassistenten und den adaptiven Tempomaten zusammen, haben wir einen Stauassistenten im Prinzip. Ich weiß nicht, warum sie das jetzt hier groß als extra tollen Assistent verpacken. Im Prinzip arbeiten die zusammen. Du kannst bis zum Stillstand kommen, stehst so lange, musst das Gas antippen, fährt der Wagen wieder von alleine los, hält den Abstand zum Vordermann und lenkt gegebenenfalls auch mit. Aber auch da gilt, ich meine, immer Augen auf im Straßenverkehr. Lasst euch von den Systemen nichts abnehmen. Dann gibt es noch hier Presense und hast du nicht gesehen, wie es alles heißt, wo die Bremse vorgespannt wird, wenn das Auto einen Impact erwartet. Da gehe ich jetzt wirklich nicht ins Detail. Die wichtigsten Systeme habe ich, denke ich, genannt. Das MMI kann jetzt auch Apple CarPlay. Bei mir hat Spotify nicht geklappt, aber die Musik-App funktioniert durchaus, telefonieren und so weiter auch. Wir haben hier das Bowers & Wilkins, Quatsch! Wir haben das Bang & Olufsen 3D-Soundsystem. Gleicher Name wie im Q7. Im Q7 habe ich euch erzählt, ne, also würde ich kein Geld für ausgeben. Viel zu matschig in den Mitten, hat mir überhaupt nicht gefallen. Hier im A4 behaupte ich das Gegenteil. Top-System. Richtig Spaß macht das hier, Musik zu hören. Bässe könnten meinetwegen noch ein bisschen knackiger kommen, kann man aber entsprechend nachregeln, also zumindest die Bassregler so ein bisschen aufstellen, dass die noch ein bisschen mehr machen. Und von daher auch das ist ja eine feine Sache. Mein Freund, der will sich demnächst ein neues Auto kaufen, überlegt, ob er einen neuen A5 nimmt, der ja nächstes Jahr kommen soll. Dem werde ich morgen erzählen,
Also das Soundsystem kannst du auf jeden Fall mit reinrechnen. Ich glaube, 1300 Euro ist natürlich eine Menge Holz, aber das lohnt sich, würde ich in dem Fall auf jeden Fall machen. Ja, und sonst die Benutzung vom MMI hatte ich euch ja vorhin auch gezeigt. Haben hier ein paar neue Tasten und so, aber das läuft wie bei den alten auch. Also ich bin ja im B8 gefahren als Firmenwagen. Die Umstellung finde ich jetzt nicht so ganz so riesig, obwohl die natürlich eine ganze Menge gemacht haben. Und zu guter Letzt nochmal auf euch drauf gehauen, ihr bösen, bösen Leute, die ihr dieses Display schlecht drehen wollt. Das mag vielleicht jetzt nicht so wie Raketenkunst aussehen, aber vom Bild her ist es klasse und ich bin auch froh, dass es so ein schön großes Display geworden ist. Ja, was kommt am Ende? Stand ja eben schon da, das Fazit. Ich komme zu meinem Fazit, ein bisschen auch zu unserem Fazit, weil Tobi beeinflusst mich ja mittlerweile immer stärker. Also, was haben wir? Wir sagen bei Fahrveranstaltungen eigentlich nichts zum Verbrauch. Gestern sind wir etwas über 100 Kilometer gefahren. Da stand nachher 9,5 Liter in der Verbrauchsanzeige. Ging ein bisschen die Berge hoch und runter. Bin auch nicht immer ideal gefahren. Auf dem Rückweg dann halt eher schon. Heute haben wir nur 23 Kilometer auf der Uhr hier zum Platz, wo wir drehen. Da haben wir jetzt 11,4 Liter verbraucht. Bin aber weitestgehend auch im Sportprogramm gefahren. Ja, ich denke mal, so um die 9 Liter wird man gut auskommen. Audi sagt ja 5,8, müssten wir mal länger fahren. Ich sag den Wert unter Vorbehalt und bitte unter Vorbehalt, Kinder, ne? Unter Vorbehalt. Ich sag zu oft Kinder, sollte man was anderes sagen, muss mich ja verändern. Immer mal was anderes, was Neues. Gut, Fahrspaß! Nein, macht Spaß, der Wagen. Also fahren gerade die Berge da gestern, ich hatte Spaß, hatte keinen Spaß mehr, wenn wir dann irgendwann mal so einen Local in seinem Fiat Punto getroffen haben, weil die da doch eher langsam gefahren sind. Noch schlimmer sind die SUV-Leute gewesen, das waren wahrscheinlich Touristen. Nein, du kannst mit dem Auto echt Fahrspaß haben. Also kurventechnisch läuft der von alleine, auch vom Motor her, von der Leistung, ist Bombe. Einzige Manko, und dafür gibt es irgendwie eine Fingerkuppe, Abzug, das ist der Sound. Also der will mich so gar nicht ansprechen. Ja, als Daily Driver, also Alltagstauglichkeit, der Kofferraum 480 Liter, durchaus groß, auch schön geschnitten, also nicht verwinkelt, nicht verbaut, kann man machen. Platz für vier Erwachsene, selbst Tobi kann hinter mir sitzen, also ich könnte Tobi mitnehmen, auch wenn er lieber vorne sitzt. Kann man machen, ich finde, das ist durchaus okay. Fahrkomfort, ich persönlich finde die Sitze Bombe. Und auch das Fahrwerk, irgendwie, man merkt halt deutlicher Unterschied zwischen Sport und Komfort. Ich fand den durchaus komfortabel und ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, Vollausstattung, volle Hütte. Ne? Wenn ich da jetzt sage, nee, ist überhaupt nicht komfortabel, dann müsste ich ja hier einen Sonnenstich haben oder so, habe ich natürlich nicht. Ja, rundum, was sage ich denn mal? Ist eine Limousine, ne? Können wir Deutschen überhaupt Limousinen bewerten? Nee, ich weiß das nicht. Nein, mir hat der richtig Spaß gemacht und gestern habe ich mich ja länger noch mit den Audi-Leuten unterhalten und ich sage dann ja gern mal sowas wie, ah, das finde ich total scheiße, wie habt ihr das denn gemacht? Und ich musste dem guten Audi-Mann wirklich sagen hier, das mit dem Drive-Select-Knopf, dass der mir zu weit weg ist, das war mein Hauptkritikpunkt. Also neben dem Motorsound. Und das ist natürlich schon wirklich wenig. Ich finde, Audi hat da ein ziemlich perfektes Auto hingestellt, was sie sich aber auch entsprechend bezahlen lassen. Gut, ihr müsst nichts bezahlen. Ihr könnt ja umsonst gucken hier aus VTV. Darum wäre es nett, wenn euch das gefallen hat hier der Review. Lasst uns doch bitte den Daumen nach oben da, damit wir wissen, jo, haben wir gut gemacht. Noch mehr freuen wir uns über Kommentare. Sei es nun Fragen, Anregungen, Kritik oder auch einfach mal so, Mensch, habe ich geguckt. Das reicht mir schon. Ich will doch nur, dass ihr interagiert mit uns. Das ist doch wichtig für uns, dass wir sehen, da draußen passiert was. Ich finde es immer ganz schlimm, diese Stimmen Zuschauer. 120.000 Views, 500 Kommentare. Was machen denn die anderen? An, aus? Keine Ahnung, man weiß es nicht. Gut, also ich freue mich über Kommentare. Wenn ihr uns richtig was Gutes tun wollt, dann verteilt doch das Video bei Facebook, Twitter, Google+, oder schubst es bei YouTube in eure eigenen Playlisten. Hilft uns immer. Und ganz wichtig, Schneeballsystem. Jeder von euch, und ich meine genau dich, du brauchst jetzt gar nicht dich da wegdrehen an deinem Computer und schon mit der Maus über dem irgendwie nächstes Video-Button zu gehen. Jeder von euch sagt 5 Freunden, wie geil wir sind. Also wenn wir geil sind für euch, toll, gut, ansprechendes Format.
Ja, oder so. Egal, ich bin raus. Ich sag bis dann, euer Jan. War okay? Ja. Und dahinter ist ebenfalls, wie schon bei den letzten Fahrzeugen, nein, doch nicht, scheiße. Ja, mach ich nochmal. Bitte? Ja, ja, nee, ich klatsch ein. Und da bin ich schon wieder zurück. Jan Gleitzmann, permanent im Elmendra. Und da bin ich auch schon wieder zurück. Der Serbschüssel. Und die Markteinführung, da können wir so Mitte November 2015 rechnen. Das war auch ein Scheißsatz, ne? Ich hab's für euch mal schnell. Oh, nee, warte. Nochmal weg. 900. Was war das jetzt hier? 1,70 Meter, ne? Ach, Scheiße. 90. Dann sind es 1,60 Meter, die ich an Länge habe. Oder 1,70 Meter. Ah, oh, fuck. Aber ich habe auch gerade einmal ganz kurz